Ab jetzt wird ganz radikal gefastet. Der eine schwitzt jeden Tag eine halbe Stunde auf seinem Trimrad, die andere will bis Ostern mindestens 5 Kilo Weihnachts- und Winterspeck abnehmen. Der eine verzichtet 7 Wochen ganz auf Alkohol, die andere will konsequent keine Medien konsumieren und mal ganz abschalten. Bestimmt alles gute Vorsätze. Aber ob das wirklich reicht? Gut, es mag der Gesundheit dienen und zur lang ersehnten Bikini-Traumfigur verhelfen, aber der Sinn der Fastenzeit ist das eigentlich nicht. Heute feiern Millionen Christen überall auf der Welt den ersten Sonntag der Fastenzeit. Ganz offiziell heißt diese Zeit eigentlich österliche Bußzeit, weil wir uns 40 Tage lang auf das Osterfest vorbereiten. Es ist also eine Zeit der Buße, das heißt der Umkehr zu Gott und zu einem gottgefälligen Leben. Aber ob es Gott gefällt, wenn wir abspecken und unsere Wohlstandsfunde abhungern? Stundenlang auf einem Trimmgerät schwitzen? Ich habe da so meine Zweifel. Umkehr Richtung Gott stelle ich mir anders vor. Zuerst vielleicht mal innehalten und überlegen. Unseren gewöhnlichen Alltag unterbrechen und überlegen, ob überhaupt die Richtung stimmt, ob das, was wir Tag für Tag denken und reden und tun, uns Gott wirklich näher bringt. Und dann konsequent alles vermeiden, was uns von Gott entfernt und versuchen, Gott im Denken und Reden und Tun wenigstens ein bisschen näher zu kommen. Das wären gute Vorsätze für die Fastenzeit. Wir können ruhig auf einige Dinge verzichten, wenn wir so Gott wirklich ein wenig näher kommen. Wenn Gott aber die Liebe ist, dann dürfen wir auf manches verzichten, nicht aber auf die Liebe zu Gott und auch nicht auf die Liebe zu unserem Nächsten. Denn ich bin mir ganz sicher, auch Gottes Liebe kennt keine Fastenzeit. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.